Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr Timelapse-Bilder in Premiere CC einfach zu einem Video zusammenfügen könnt. Was braucht es nun, um einfach ein Timelapse-Video zu erstellen? Nun zum ersten die Bilder. Diese Bilder habe ich hier in Lightroom reingeladen. Es sind 990 Bilder, die fortlaufend nummeriert sind. Wir sehen hier die Nummer 64, 65, 66 etc. Dies ist wichtig, damit Premiere sie als Video erkennen kann. Wir wechseln nun in Premiere CC und erstellen ein neues Projekt. Wir nennen es hier mal Timelapse und klicken weiter mit dem Button OK. Premiere wird geöffnet. Nun geht es weiter in Projektfenster und wir klicken hier mit einem Rechtsklick auf Medien importieren. Dann gehen wir in den Ordner, wo wir die Bilder abgelegt haben. Hier haben wir alle Bilder. Wir sehen wieder die JPEGs von 64 und 65 und so weiter. Wenn wir nun das erste Bild anklicken, können wir unten den Haken setzen bei Bildsequenz. Premiere erstellt dann eine Bildsequenz mit 25 Bildern pro Sekunde. Dies wird in unserem Fall 39 Sekunden lang. Wenn wir das Bild ausgewählt haben, klicken wir auf Importieren. Und schon ist unser Clip hier drüben erstellt. Wir sehen hier den Namen des ersten Bildes, die 25 Frames pro Sekunde und der Video ist 39 Sekunden lang. Wir können ihn nun hier mit einem Doppelklick im Vorschaufenster öffnen und schneiden und anschauen. Wir sehen hier, die Bilder ziehen so vorbei. So. Und wir ziehen dann einfach den Clip für zum Schneiden auf die Timeline und können dann wie bei einem normalen Video den Videoschnitt fortfahren. Wie ihr mit der Sony Alpha 7R Timelapse-Bilder erstellen könnt und wie man das Ganze auch mit Photoshop zusammenfügen kann, zeige ich euch in späteren Videos. Also nicht vergessen, hier oben meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, postet sie mir unten in die Kommentare. Und es würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in einer Woche. Bis dahin, tschüss!